Liebe Freunde, ich berichte heute über den Tag 4 meiner Quarantäne. Ich hatte heute Kontakt mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Bundestagsbüro in Berlin. Das sind nicht sehr viele, das sind 4. Ich habe sie schon am Freitag ins Homeoffice geschickt und zu meiner großen Freude haben sie mir heute alle gesagt, dass es ihnen gut geht. Niemand hat positive Symptome entwickelt. Auch eine zweite gute Nachricht. Mein Partner Steven hat endlich nach 4 Tagen Warten seinen Test machen können. Ganz interessant, bei einem Arzt, der eine Art Kleinbus aufgestellt hat und in diesem Kleinbus die Tests vorgenommen hat, um sicherzustellen, dass die normale Praxis nicht mit Viren verunreinigt wird. Ich habe auch von Ärzten gehört, die im Garten ein Zelt aufstellen und dort Tests vornehmen. Eigentlich eine tolle Sache, dass wenn die staatliche Bürokratie, die Gesundheitsbehörden, wenn die zu langsam sind, nicht zu Potte kommen, dass dann die Ärztinnen und Ärzte selber die Dinge in die Hand nehmen und eine dezentrale Infrastruktur aufbauen, obwohl es ihnen oft an der nötigsten Schutzkleidung fehlt. Ich habe auch ein langes Gespräch gehabt mit meiner 95-jährigen Mutter. Sie wollte sich von der Frau, die ihr beim Duschen hilft, trennen. Sie wollte ihre Putzhilfe beurlauben, weil sie Angst hat, dass sie infiziert wird. Wir haben lange die Pros und die Kontras miteinander abgewogen und ich habe ihr am Schluss geraten, das kleinere Risiko zu wählen, nämlich die Menschen, die sie pflegen und betreuen, die an Bord zu halten, denn natürlich allein in einem Haus in dem hohen Alter, Das tut mir ganz arg weh, dass der Gedanke daran, der würde mich wirklich an den Rand des Wahnsinns bringen. Und ich glaube, sie teilt meine Meinung und sie wird denn meinen Rat annehmen. Wie geht's mir selber? Ja, ich habe Merkwürdiges erlebt. Heute Nacht hatte ich 3, 4 Schweißausbrüche. Ich war nass im Gesicht und auf der Brust, sowas hatte ich bisher noch nicht. Das hat mich schon ein bisschen beunruhigt. Aber auf der anderen Seite geht das natürlich, heißt es, der Körper reagiert auf die Attacke des Virus. Und heute den ganzen Tag über fühle ich mich eigentlich relativ ordentlich. Ich habe moderates Fieber. Ich huste nicht. Und ich habe auch einen guten Geruchs- und Geschmackssinn. Also insofern blicke ich zuversichtlich in die kommenden Tage und gehe davon aus, dass das alles milde für mich vorübergeht. Und an Sie wie jeden Tag die Botschaft: Wir stehen das gemeinsam durch. Einen guten Abend.